Moin! Also, heute mal aus dem Zentrum des Chaos. Ich hatte mir fest vorgenommen, hier auch aufzuräumen. Habe ich jetzt mir aber doch gespart. Egal. Worum geht's heute? Ich habe hier einen Joghurtbecher. Nee, und da wollen wir mal gucken, was das wohl taucht. Also, long story short. Es gibt neu auf dem Markt von DJI das Zeug hier. DJI Avatar. Weg mit dem Scheiß. DJI Avatar. Keine Ahnung, irgendwie so. DJI Avatar. Avatar. Gibt es im Set, also die meisten von euch haben das wohl mitbekommen. Was ich hier jetzt mit euch hier zusammen vorhab, ist eine ganz kleine, aber feine Videoreihe über dieses Teil, was es denn wohl taucht, aber nur aus Sicht von FPV, also von Menschen, die sowieso schon solche Dinger hier irgendwie fliegen. Für alle anderen gibt es Millionen Videos mittlerweile, seit die auf dem Markt ist, bei YouTube zu finden. Videos könnt ihr euch alles angucken. Wenn ihr meint, macht es, aber hier bei mir wollen wir nicht über diesen Nintendo-Spielstick reden. Vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich euch mal zeigen soll, wie man das Ding damit fliegt. Schreibt es gerne unten rein, dann mache ich das auch nochmal. Aber ich selber, nee, darum geht's nicht. Also, was mir am Herzen liegt, ist einfach rauszufinden, taucht dieses Teil was, um Acro zu fliegen? Also, ich will das Ding Acro fliegen, Acro, wie all meine anderen Kopter auch. Ich will hier nicht im normalen Modus oder im Sportmodus, Modus fliegen, sondern ich will einfach sehen, wie fliegt dieses Teil Acro im Vergleich zu zum Beispiel dem hier. Das ist der Wingsuit S. Da kann man schön eine Naked GoPro raufpacken und hat dann wahrscheinlich, also man kann darauf packen, sowas, Naked GoPro, die kommt darauf und dann hat man sehr wahrscheinlich, boah, ich komme zurück zu euch, sehr wahrscheinlich viel geilere Aufnahmen als damit. Aber ich will es trotzdem testen. Ich bin sehr spät mit diesem Video. Das Ding ist aber, ich habe den Schüssel selber bestellt und selber bezahlt und nicht von DJI wie die ganzen anderen oder viele andere bei YouTube zugeschickt bekommen. Der Vorteil ist, ich habe selber bezahlt, ich kann sagen, was ich will und bin da nicht Rechenschaft schuldig. Also wir können gespannt sein. Mein erster Eindruck, den will ich ganz gerne in diesem Video nochmal eben kundtun und dann sehen wir in den nächsten, ich denke mal, da kommen noch zwei Videos, ein bis zwei Videos, vielleicht drei, je nachdem, ob ihr dieses komische, ich weiß es nicht, ob ihr das auch sehen wollt. Erster Eindruck, wir fangen an mit dem Copter selber. Was ich jetzt schon zuhauf gehört habe, ist, dass man beim Crash gerne den Akku verlieren kann. Weiß ich noch nicht. Ich bin das Ding erstmal einmal hier im Büro geflogen, aber ich habe es noch nicht ernsthaft ausprobiert. Ich habe gerade nur die Akkus geladen und den ganzen Quatsch aktiviert. Dann haben viele den Kritikpunkt, dass die SD-Karte, wo ist denn der Schessel? Da, SD-Karte und der USB-Anschluss so schwer zu erreichen sind, die sind da. Ehrlich gesagt ist mir das komplett egal. Interessiert mich überhaupt nicht. Hauptsache ich komme da ran. Wie umständlich das ist, interessiert mich nicht, wirklich nicht. Man hätte das natürlich irgendwo hier oben machen können, aber mein Gott, das ist für mich kein ernstzunehmender Kritikpunkt. Das Ganze ist Plastik, also wir werden auch testen, wie crash-resistent das Ganze ist. Soll ja im Vergleich, wenn man Tests bei YouTube sieht, sind das in der Regel die Leute, die sowieso DJI fliegen, also diese Mavic-Dinger oder ach, wie sie alle heißen, Phantom oder sowas. Und die sind natürlich null crash-resistent, null. So, und jetzt freuen sie sich, wenn sie hiermit einmal auf den Kopf fallen, dass nicht sofort alles kaputt ist. Weiß ich nicht, ob das so robust ist wie so ein Apex zum Beispiel, hier 5 Zoll Copter. Ich glaube eher nicht, aber gut, wir werden sehen. Das werden wir ausprobieren. Ansonsten, ich habe Joghurtbecher gesagt, das sage ich einfach, weil die Haptik so... Ja, es ist, wie gesagt, es ist halt Plastik. Ich glaube auch, aber das werden wir feststellen, dass der untermotorisiert ist. Was ich allerdings auch glaube, vermute, ist, dass die Aufnahmen aus dieser Kamera, die hier verbaut ist, gar nicht mal so schlecht sein werden. Also sie sind wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es fast dasselbe ist wie, wie DJI Action 2. Diese Kamera hier, die ich im Moment ja gerne beim Freestyle FPV benutze, auf dem Apex. Ich glaube, da steckt viel davon drin, wenn nicht sogar komplett die Kamera. Und das ist natürlich schon wieder geil. So, also ich bin nicht hier, um das Ding schlecht zu reden. Ich bin aber auch nicht da, um das Ding in den Himmel zu loben. Ich will einfach feststellen, wie gesagt, ob es für uns, in Anführungszeichen, für diejenigen, die FPV fliegen, was ist.
der will keinen Racecopter ersetzen. Der will auch nicht freestylen. Das darf man auch nicht vergessen. Also da sind natürlich auch viele, ich sag mal, Hater unterwegs, die sagen, ja, das Ding, das taucht doch nichts, das ist alles scheiße und ich will meinen 5 Zoll Vollgascopter haben. Ist ja auch geil, kann man ja auch machen. Der hier, das soll ein Cinewhoop sein, wobei Cinewhoops ja, ist ja eigentlich, also der hier, den Ringsview zum Beispiel, das will ja auch ein Cinewhoop sein. Eigentlich ist die ursprüngliche Definition eines Cinewhoops dass man Ducts hat. Fliegen hier noch irgendwo Ducts? Moment. Nee. Wo denn? Meine Fresse, wo habe ich denn den Müll, ey? Da. Na gut, dass ich noch nicht aufgeräumt habe. Da ist es ja. Also, ich hatte nämlich zum Beispiel unter anderem mal einen Shenron Squirt gebaut, ein Cinewhoop. Und die sind, der hat TPU-Ducts, also aus weichem Material, gedruckt. Und das sind Ducts. Und der Hintergrund ist, dass man die Propeller da passgenau reinschneidet. Man nimmt etwas zu große Propeller, schneidet die Spitzen ab, dass er leicht schleift in diesen Ducts. Und dadurch gibt es nochmal extra Schub, weil es eine Art Sog entwickelt. Das ist der Hintergrund. Das heißt, das ist eigentlich ein Cinewhoop. Und mit Ducts und alles andere ist eigentlich ein Copter mit Prop-Shots, Prop-Guards und kein Cinewhoop. Aber das hat sich so eingebürgert, dass man dazu Cinewhoop sagt, also machen wir das auch. So, und der möchte halt keine Konkurrenz sein zum Racecopter, sondern möchte Konkurrenz sein zu einem Cinewhoop, wo man jede mögliche Kamera, die man sich ausdenken kann, raufschneiden kann. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich persönlich freue mich, was diese Kamera angeht, ehrlich gesagt mehr auf die Air Unit, die wir dann wieder in die 5 Zoll Copter unter anderem einbauen können. Die soll irgendwann im September rauskommen. Wenn die das gleiche Bild hat, die gleiche Qualität hat, wie die Kamera hier in diesem DJI Avada. Denn wäre das schon ganz nice. Vielleicht spart man sich die Action Cam, kann einen größeren Akku auf das Race Quad packen und somit hat man eine längere Flugzeit. Thema Flugzeit. DJI gibt hier ja gerne an 18 Minuten. Ist natürlich totaler Bullshit, funktioniert nicht. Ich habe schon viel gesehen und viel gelesen und sowas. Die meisten sagen irgendwie so, wenn du in Acro-Mode fliegst, zwischen 7 bis 10 Minuten. Ich glaube eher 7. So, und 7 Minuten kriege ich zum Beispiel auch mit dem Emax Baby Hawk hin mit einer Kamera drauf. Natürlich nicht mit einer GoPro, aber mit der Naked wird es gehen oder mit einer Insta Go 2 wird es gehen. Und da kriege ich 8 Minuten mit Vollgas Acro-Modus raus und der wiegt dann immer noch unter 250 Gramm. So, und da sind wir schon wieder beim nächsten Problem. Warum bauen die einen Copter in der heutigen Zeit, der 400 und ein bisschen Gramm wiegt? Der wiegt 400 und, keine Ahnung, ein bisschen Gramm. Warum macht man das? Das ist dann die nächste Frage. 250 Gramm ist eigentlich State of the Art bei solchen Cinewhoops. Die müssen nicht so schwer sein. Das tut nicht Not. Das muss nicht sein. Also ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie der fliegt. Also kommen wir, den scheiß Controller brauchen wir nicht. Dann kommen wir mal ganz kurz zur Goggle, zur Videobrille. Da haben viele drauf gewartet. Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Das Bild, das kann ich soweit schon mal verraten, ist wirklich gut. Es ist echt geil. So sieht das ganze Ding aus. Ist sehr viel kleiner geworden als der Vorgänger. Warte mal. Sehr viel kleiner als die Vorgänger-Goggle. Könnt ihr das überhaupt sehen, was ich hier versuche zu zeigen? Da, so, guck an den Schüssel. Sehr viel kleiner, sehr viel leichter. Einstellmöglichkeiten hier an der Seite über einen Touchpad. Die anderen haben quasi Hardware-Buttons. Interessiert mich nicht, bin ich leidenschaftslos. Das Touchfeld hier funktioniert, zumindest wenn die Brille neu ist. Ich weiß nicht, wie es nachher ist. Sehr gut, also das ist völlig okay. Für mich wären aber auch Knöpfe okay gewesen. Das interessiert mich wirklich nicht. So, hier klappt man die Antennen aus. Die beiden oberen Antennen, die kann man auch rausnehmen. Da wird sicherlich aftermarketmäßig noch einiges passieren. Und da sind wir schon beim nächsten Thema Aftermarket. Da hat DJI für gesorgt, dass man da richtig gut Geld machen kann. Also DJI selber primär natürlich, aber auch andere Hersteller, die sich irgendwelches Zubehör dafür ausdenken. Und das erste Zubehör, was man dringend braucht, ist ein Polster für diese bescheuerte Brille. Das hat man bei der alten Brille schon, dass man da gerne einen Schaumgummi einsetzen, das alte rausreißt, weil da überall so leicht mal Licht reinkommen kann. Ich habe ja die FPV, die erste FPV von DJI mal getestet. Ich zeige euch das da mal verlinkt, da wahrscheinlich ist das Video, wo ich das gemacht habe. Da habe ich schon gesagt, am besten Kapu anhaben und die Kapuze rüberziehen, damit der Lichteinfall nicht so krass ist. So, bei dieser hier haben sie das geschafft, das zu optimieren. Wir haben noch mehr Lichteinfall. Es scheint, zumindest bei einer meiner Bumsbirne, überall rundherum durch. Es scheint komplett, du hast keine Chance, was zu erkennen. Also ohne Kapuze, mit diesen originalen, das ist ja mit diesem Polster, sag ich mal, dabei, Polster ist das null, da dichtet null ab. Mit diesem originalen hast du Überlichtanfall. Funktioniert nicht, kannst nicht mit fliegen, da wird sicherlich was kommen. Vielleicht klebe ich mir hier selber irgendwie Schaumstoff nochmal rein oder so, das weiß ich nicht. Das ist mein Kritikpunkt an der Brille. Ansonsten schick, leicht, klein, erinnert mehr an eine Fat Shark, Moment, erinnert ja mehr an so eine analoge Fat Shark Videobrille als an die alte digitale Brille von DJI. Also das ist ein großer Vorteil. Was noch gut ist, muss man lobend erwähnen, die haben jetzt hier drin einen Linsenschutz eingebaut. Ich habe bei der alten Version habe ich auch einen.
Den habe ich mir aber mit einem 3D-Drucker selber gedruckt, damit man da die Linsen ein bisschen schützt vor der Sonne und wenn es eingepackt ist, vielleicht auch vor irgendwelchen Ditchern im Rucksack oder was weiß ich. Also das ist nice, dass sie das gemacht haben. Das gefällt mir, das ist schön. Hab aber noch einen Kritikpunkt. Das endet überhaupt nicht, dieses Video. Ich wollte nur ganz kurz einmal kurz einen Überblick geben. Stromversorgung. Fangen wir mit dem Positiven an. Da haben sie hier, ich versuche mal näher ranzukommen, da haben sie sich das jetzt so ausgedacht. Der neue Akku ist wie der alte, nur dass der da, kann man das sehen, Fokus, hier so eine Einkerbung hat. So, und da ist das Kabel. Da ist das Kabel, das hat so einen Clip. Und wenn man das zusammensteckt, klippt es und dann kann man das nicht so leicht so wieder rausziehen. Also das heißt, man kann nicht so schnell die Stromverbindung verlieren zur Videobrille, sodass man dann das Signal verliert und abstürzt. Unweigerlich. Toll. Feine Sache. Problematisch ist, jetzt kommen wir dazu, das ist der alte Akku. So sieht der alte Akku aus. Also es ist im Grunde wirklich identisch, nur dass diese Clip-Dings funktioniert. Und jetzt machen wir einen Live-Test. Kann ich das neue Kabel in den alten Akku einstecken? Ja, es geht. Gott sei Dank. Ich hatte nämlich Befürchtung, dass es nicht geht. Entweder der Clip abbricht oder aber der da gar nicht rangeht. Dann hätte ich den nämlich selber abgebrochen, damit ich den benutzen kann. Warum will ich das? Das ist ein folgender Hintergrund. Das Problem ist, dass sie diesen kleinen Furzstecker geändert haben. Den haben sie geändert. Der ist jetzt kleiner. Das bedeutet, dieses Kabel kann ich an der alten Brille nicht benutzen. What? Warum? Warum? Jetzt funktioniert zum Beispiel solche Kabel hier. Ah, wo ist es? Ah, das hier, damit ich einen LiPu-Akku an meiner Videobrille benutzen kann, mit dem Stecker in der alten Videobrille, kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Klar kann man jetzt sagen, ist ja kein Problem. Besorgst dir so einen blöden Stecker und lötest dir den selber zusammen. Ich habe da ja einen Lötkolben. Klar, kann ich machen, werde ich machen, tolle Sache. Das Problem ist aber, die Leute, die Zielgruppe von diesem Gerät hier, die haben wahrscheinlich keinen Lötkolben, vermute ich mal. Also heißt das wieder noch mehr Geld ausgeben. Jetzt brauchen wir schon mal ein Polster, ich schätze mal 19,99. Dann brauchen wir so ein Kabel hier, damit ich einen LiPu-Akku anstecken kann. Sagen wir mal 19,99. So, und dann brauchen wir noch ND-Filter, die gibt's ja schon, die sollen 69 kosten. What? Also das ist schon wieder irgendwie ein bisschen bitter. Egal. Ich habe gesagt, was ich dazu sagen wollte. Was noch fehlt, was habe ich noch nicht gesagt? Ich hab's verdrängt. Was wollte ich denn noch sagen? Junge, stimmt, Preis. Das ist ein Kritikpunkt, der ja auch häufig zu lesen ist. Das ganze Set ist viel zu teuer und das kostet ein Schweinegeld mit 1000 keine Ahnung wie viel Euro. Ich müsste es wissen, ich habe es ja bezahlt. Das Ding ist, da muss man auch ein bisschen die Kirche, also das zur Verteidigung, vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Weil wenn man überlegt, was jetzt zum Beispiel, den würde ich mal vergleichen, vielleicht mit einem Cinelog Gap RC Cinelog 25, vielleicht sogar mit einem 35, R25 würde ich mal sagen, habe ich nicht hier. Der kostet ja auch irgendwas in den 500 Euro. So, da ist dann aber noch kein Akku dabei und da ist noch keine Kamera dabei. Also im Grunde genommen bist du mit einem Cinelog, wenn man jetzt nur den Copter selber als einzelnes nimmt, ohne nicht dieses Set, sondern nur dieser Copter, weil dieser hier kostet alleine, glaube ich, irgendwas bei, gibt es noch nicht zu kaufen, kann man aber demnächst 560, 570 Euro oder so, ich weiß es nicht genau. Alleine, nur dieses Teil mit einem Akku dabei und die Kamera da drin. Bedeutet, ist nicht wirklich teurer als ein anderer Cinewhoop von der Stange. Also das, da muss man dann ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also man braucht bei dem anderen noch eine Fernsteuerung, man braucht bei dem anderen noch die Videobrille. So, und das ist in dem Set, wenn man dann möchte, dabei. Und deshalb finde ich das preislich will ich da jetzt erstmal nicht meckern. Es sei denn, das Ding ist einfach nur Murks, dann ist es doch ein bisschen teuer. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Und wenn ihr Bock habt, dann gerne hier unten da abonnieren, Glocke klicken und dann werdet ihr das nächste Video nicht vergessen. Im nächsten Video fliegen wir den Joghurtbecher mal ein bisschen durch die Gegend. Also, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ne? Reinhauen.